Das Ändern von Parametern am Picosmart Decoder 4.1 mit Fremdhardware stellt sich mitunter als knifflig heraus. Ich zeige heute zwei Wege, einmal mit der Z21 von Rocco und einmal mit dem Log-Programmer von ESU. Ich habe tatsächlich nur eine einzige Log, das ist die BR120 in DB Systemtechnik Farben und ich habe mir die jetzt hier in meinem Verwaltungstool auch schon mal aufgemacht und wir gucken mal, der hat die Adresse 1200 und das hier sind ihre digitalen Funktionen, also zumindest mal die ersten paar und wir wollen jetzt mal den Signalhorn hoch kurz, F02, das Signalhorn hoch F03 und den Schaffnerpfiff F04 ändern. Die heißen bei mir alle mit 0 vorne dran, damit sich das richtig sortiert. Natürlich ist das F3, F4 und F2. Eine WLAN-Maus von Rocco, respektive Fleischmann. Die ist jetzt aus einer Fleischmann-Startpackung, aber es ist völlig egal. Hinten dran hängt also eine Z21 und ich habe hier die BR120 schon mal eingestellt. Mit der Adresse 1200 und dass das auch wirklich der Wahrheit entspricht, sehen wir daran, dass das Spitzenlicht angeht, sobald ich F0 drücke auf diese WLAN-Maus. Wenn ich F2 drücke, das war das Makro in kurz, F3. Das Makro in lang und F4. Der Schaffnerpfiff. Ich schiebe die gerade mal noch ein Stück hoch, damit man noch sieht, was ich mache. Oh, mal gucken, dass wir da beides lesen können. Display und die Tastenbelegungen. Und jetzt wollen wir die Lautstärke mal ändern an dieser Maschine. Pico hat das in SUSI-Bänken gemacht. Die SUSI-Bänke muss man sich vorstellen wie Karteikarten. Das heißt, man muss zur richtigen Karteikarte blättern und dort den Wert ändern, damit dieser auch wirklich angenommen wird. Das heißt, wir wechseln jetzt mal hier mit Shift und Menü. Funktioniert nicht, saugut. Jetzt haben wir es ins Menü und gehen dann bis nach Programmieren, bestätigen das mit OK. CV ändern ist da schon der erste Wert. Den bestätigen wir ebenfalls mit OK. Und den ersten CV, den wir ändern oder zumindest mal testweise auslesen wollen, ist die SUSI-Bank. Und alle SUSI-Bänke hat Pico in CV 1021 abgelegt. Da ruckt die Lok kurz und dann sehen wir, darin ist der Wert 2 gespeichert. Das ist auch tatsächlich der, den wir haben wollen. Das heißt, wir gehen hier mit Stopp wieder raus. Und dann wollen wir die Gesamtlautstärke ändern. Die ist in SUSI Bank 2 in CV 900. Auch hier. Der Wert steht aktuell auf 80. Das ist der Vorgabewert, der standardmäßig eingestellt ist. Den ändern wir jetzt einfach mal auf 0 und schreiben den zurück. Gehen dann wieder zurück ins Log-Menü, machen hier mal die Shift-Taste aus, die ich offensichtlich aus Versehen angemacht hatte. Und ja, Shift-Taste ist aus, also auf F0 geht das Licht an, beziehungsweise das Licht aus. Auf F2 passiert nichts. Man sieht hier, die 2 ist an im Display. Das gleiche gilt für F3. Mal hier ins Display in die Kamera halten. Also F3 ist an, es pfeift trotzdem nichts. Das gleiche gilt auch für den Schaffnerpfiff. Ich zeige es hier mal. Und der Schaffnerpfiff ist ja eine Dauertaste. Das heißt, erst wenn ich den wieder ausmachen würde, würde der Schaffnerpfiff auch verstummen. Also das hat schon mal funktioniert. Jetzt gehen wir hier wieder ins Menü. Bank steht nach wie vor auf der
2. Das heißt, wir gehen jetzt hier nach 900. 900 steht auf 80, das hatten wir ja auch gerade eingestellt. Den ändern wir zunächst mal zurück auf 80. Gehen dann hier wieder raus und da ist unser Makro wieder. Und das lange Makrofon ist auch wieder da. So, ich habe mir jetzt hier einen kleinen Spickzettel geschrieben, denn die Einzelsounds wiederum sind in SusiBank 3 abgelegt. Oder 4. Wir testen es aus. Ich habe mir nämlich auf dem Spickzettel nur geschrieben, welche Einzel-CV-Werte ich ändern muss. Ändern das also auf die 4. Und holen uns jetzt hier nochmal den 904er-Wert. Ja, den kann er wohl nicht lesen. Na, gucken wir gleich nochmal. Doch, da ist er. 150. 150 ist auch tatsächlich der Default-Wert für das lange Horn. Da schreiben wir jetzt mal eine 0 rein. Und gehen jetzt zurück in unsere Lok. Und drücken auf das kurze Horn. Wunderbar. Und das lange Horn? Nicht vorhanden. Genau so, wie es sein soll. Scharfner Pfiff, immer noch da. Also das funktioniert, indem man... Machen das jetzt nochmal. Wir lesen uns aus 1021 zunächst mal den Wert aus. Das ist also 4, auf der SusiBank 4 sind die Einzelsoundwerte, das steht aber auch so nochmal in der Bedienungsanleitung und können jetzt den Wert für 904 uns holen. Das ist die 0, die hatten wir da auch gerade reingeschrieben und dann schreiben wir die 150 zurück, die da standardmäßig drin sind. Und das machen wir jetzt nochmal mit der 916. Das wäre der Schaffnerpfiff. Da ist er wieder zickig, die Maus. Machen wir kurz einen Abbruch. Das will er nicht. Dann schreiben wir jetzt hier trotzdem mal die 0 zurück. Das scheint funktioniert zu haben. Das kurze Makro geht. Das lange Makrofon geht. Und der Schaffnerpfiff geht leider auch noch. Das hat also nicht funktioniert. Das heißt, wir schauen nochmal nach 916. Warten aufs Christkind. Bin auch mal gespannt, wann die WLAN-Maus von sich aus in den Timeout läuft. Ja, jetzt sagt sie, es wäre ein Wert von 200 drin. Das wäre tatsächlich der Default für den Schaffnerpfiff. Wir schreiben jetzt mal eine 0 rein und gucken mal. Ja, und jetzt ist es leer. Da ist kein scharfer Pfiff mehr. Das heißt, den müssen wir uns jetzt wiederholen. Also nochmal zurück. Die Werte in 1021 bleiben tatsächlich erhalten. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit auf der SusiBank 4 arbeiten, dann bleibt das auch so. Ja. Da schreiben wir jetzt mal wieder 200 rein. Ja, da hatten wir leider das F2 nicht gelöst. Das heißt, jedes Mal, wenn der Decoder neu angesprungen ist, hat er nochmal laut gegeben. Aber das ist jetzt nicht so der Akt. Schaffner Pfiff also wieder da. Und
Und den würden wir jetzt trotzdem gern etwas leiser machen. Das heißt, wir machen die 916. Wir sind weiterhin auf der SUSI Bank 4. Und schreiben mir jetzt eine 100. Das ist so laut wie vorher. Der Schaffnerpfiff ist deutlich leiser. So, nochmal zurück. Wenn man das ganz sicher haben will, zunächst die CV1021 auslesen. Sicherstellen, dass hier die richtige Bank angezeigt wird. Und anschließend die CV ändern, die den Einzelsound hat. Und da ein bisschen Geduld mitbringen. Denn das dauert offensichtlich manchmal etwas, bis der Sound ausgelesen ist. Die CVs für die einzelnen Sounds, wie gesagt, ich habe mir hier einen kleinen Spickzettel geschrieben gehabt, findet man so in der Bedienungsanleitung der jeweiligen Lok. Da steht dann sowohl drin, auf welchem CV welcher Sound von der Lautstärke her liegt, als auch die Information, wie laut er standardmäßig eingestellt ist, damit man, falls man das mal verstellt hat und nicht den kompletten Decoder resetten will, auch wieder auf den Standardwert zurücksetzen kann. Also das funktioniert, so wie in der Anleitung beschrieben. Getreu-Motto haben ist besser als brauchen, habe ich natürlich auch einen ESO-Log-Programmer. Und mit dem geht das auch, mit der Soundlautstärkenveränderung bei Pico-Decodern. Ich habe die 1200 hier schon mal eingestellt. Jetzt gehen wir mal auf Go. Machen an der Lok das Licht an und testen dann mal die beiden Makros. Kurz. Lang. Und der Schaffner funktioniert wie beworben. Wollen wir allerdings den CV1021 auslesen, funktioniert genau das nicht. Der Log-Programmer ermüht sich und sagt dann Niet. Was wir aber machen können, ist den CV zu schreiben. Und wir wollen jetzt mal die Gesamtlautstärke ändern. Schreiben also erstmal eine 2 dort hinein, um die zweite Bank zu nehmen. Und nehmen dann CV900. Wir setzen hier eine 0 rein. Schreiben den. Gehen in unseren Führerstand. Auf die Lok. Licht an, Ton ab. Oder eben auch nicht. Das funktioniert also auch mit dem Log-Programmer. Das setzen wir jetzt erstmal zurück, da wir 1021 nicht auslesen können, schreiben wir zur Sicherheit eine 2, um auf der richtigen Bank zu sein. Und schreiben dann in die 900 den Standardwert von 80. Schauen kurz, ob das funktioniert hat. Dem ist so. Gehen zurück und schreiben in 1021 eine 4. Und nach 903 eine 0. Und nach 904 auch eine 0. Damit sollte der Schaffnerpfiff weiterhin funktionieren. Die beiden Hörner aber nicht mehr. Und das gucken wir mal. Hier herrscht Stille. Hier herrscht ebenfalls Stille. So, jetzt nehmen wir nochmal unsere WLAN-Maus. Die kann die CVs ja auslesen. Machen wir mal Licht an hier, ne? Genau. So. Aus 1021. Da haben wir gerade die 2 drin. Und das heißt, wir können uns direkt den 900 erholen.
wie Sie sehen, sehen Sie 80 statt 255. Wir können das jetzt auch hier mit der WLAN-Maus nochmal schreiben. Und uns den nochmal holen. Also, die Angabe in der Anleitung ist hier einfach falsch. Der maximale Wert, den dieser CV annehmen kann, ist 80 und nicht 255. Und damit ist das die Maximallautstärke der Lok. Und das könnte zu dem einen oder anderen Fehler führen. Wenn man den Ton zum Beispiel lauter machen will und auf 120 stellt und es ändert sich nichts und man glaubt irrtümlicherweise, dass das gar nicht funktionieren würde. Also nicht so klug gemacht in der Pico-Anleitung. Zusammenfassend muss man sagen, nicht schön, aber selten. Ich weiß nicht, ob man das aufgrund der begrenzten Zahl an echten CVs wirklich besser lösen kann, aber ein Experte für User Interfaces war hier mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht involviert. Zentraler Punkt ist, egal ob bei der Z21 oder dem Log Programmer, dass man sicherstellt, die richtige SUSI-Bank geöffnet zu haben, bevor man die Werte ändert. Da man mit dem Log Programmer den Wert von CV1021 nicht auslesen kann, also im Zweifel vorher immer schreiben, dann ist er auf jeden Fall richtig. Unschön auch, und das ist nicht mal aus der Anleitung ersichtlich, dass beispielsweise die Gesamtlautstärke einen Maximalwert von 80 hat. Ändert man diesen beispielsweise auf 120, ändert sich die Lautstärke nicht und man könnte glauben, es hätte einfach nicht funktioniert.